Ja, herzlich willkommen. Ich würde gerne heute auf vier Themen zunächst eingehen, auf das Sommerinterview der Bundeskanzlerin, das Thema Verfassungsschutz, Waffenexporte und dann noch zum Bewegungsratschlag, den wir am Wochenende durchgeführt haben. Ich habe mir selbstverständlich das Sommerinterview der Bundeskanzlerin angeschaut. Leider muss ich feststellen, dass sie der Aufforderung des Bundespräsidenten, ihre Krisenpolitik genauer zu erklären, leider nicht gefolgt ist und in einer, man muss schon sagen, autistischen Art und Weise ihre Politik weiter verfolgt. Die Kühle, die in dieser Politik zum Ausdruck kommt, geht zulasten der krisengeschüttelten Länder, vor allen Dingen Griechenland und Spanien. Und sie trifft in diesen Ländern vor allen Dingen diejenigen, die nicht an der Krise schuld sind, sondern jetzt die Lasten zu tragen haben. Was wir brauchen, ist mehr Zeit in der Krisenbewältigung. Wir brauchen mehr Verstehen und wirkliche Solidarität statt dem Anziehen der Daumenschrauben. In dieser Woche wird der Bundestag wahrscheinlich Milliardenzahlungen für die Rettung spanischer Banken freigeben. Die Konsequenz für Spanien sind massive Kürzungsprogramme. Es hat in Spanien bereits Proteste und Demonstrationen dagegen gegeben. Die Linke wird im Bundestag diesem Vorschlag nicht zustimmen. Wir wollen stattdessen auch im Laufe dieser Woche ein Zeichen der Solidarität setzen und mit der Vereinigten Linken Spaniens auch eine gemeinsame Erklärung veröffentlichen, die sich dagegen wendet, dass auch diese Hilfen im Fall von Spanien wieder nur den Reichen zugutekommen. Wir wollen als Linke in Deutschland und in Spanien Banken ohne Spekulation im öffentlichen Eigentum und unter öffentlicher Kontrolle. Und es geht um die Sicherung der sozialen Basis, also sichere Renten und ausreichende Beschäftigung und natürlich mehr Demokratie. Zum Thema Verfassungsschutz. Was wir hier erleben, hat ein Ausmaß an Vertuschung, Schlamperei und auch Versäumnissen erreicht, was kaum noch fassbar und zu beschreiben ist und was trotz allem weitgehend ohne strukturelle Konsequenzen bleibt. Die Äußerung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz machen noch einmal deutlich, dass hier auch offensichtlich politisch motiviert geschreddert worden ist. Die Rücktritte und Absetzungen, die es gegeben hat, sind ohne Frage zu begrüßen. Allerdings reichen sie nun bei weitem nicht aus. Für die Linke ist die Forderung nach der Abschaffung des Verfassungsschutzes klar und in der Partei auch Konsens. Wer glaubt, dass wir die Probleme, die wir derzeit erleben, mit kleinen Reformchen lösen kann, täuscht sich. Drittes Thema, das Thema Waffenexporte. Ich will das einleiten mit dem Blick auf Syrien. Das, was wir dort erleben, kann niemanden kalt lassen. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen mit täglich Hunderten Toten. Eine Konsequenz mit Blick auf Syrien und natürlich auch andere Krisenregionen in der Welt wäre ein striktes Verbot von Waffenlieferungen. Deutschland sollte und muss hier eine Vorreiterrolle einnehmen. Was wir stattdessen erleben, auch an diesem Wochenende, ist eine Diskussion über Panzerlieferungen nach Saudi-Arabien oder Indonesien und die FDP-Forderung nach Aufweichen der Waffenexportrichtlinien. Der FDP-Chef Rösler hat vor längerer Zeit mal angekündigt, liefern zu wollen. Wir wissen jetzt, worum es ging. Offensichtlich ging es um derlei Lieferungen in die ganze Welt. Meine Sorge ist, dass eine Politik der schmutzigen Hände am Ende ist. Letzte Bemerkung eingangs. Die beiden Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Rixinger haben am Wochenende, gestern genau gesagt, einen Bewegungsratschlag durchgeführt, sich also mit Vertretern von sozialen Bewegungen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und auch der Rosa-Luxemburg-Stiftung getroffen. Es gab dort eine Verständigung über die Situation und auch die Erwartungshaltung an unsere Partei. Wir sind uns einig, zum einen, dass wir diese Gespräche fortsetzen wollen. Es wird ein Treffen geben Ende September und wir haben auch noch mal festgestellt, dass es mindestens in drei Punkten Übereinstimmung gibt bei aller Akzentuierung im Detail. Das eine ist die Forderung nach einem gerechten Lastenausgleich, der Reiche und Wohlhabende zur Finanzierung der Kosten der Krise heranzieht. Das zweite, die Auseinandersetzung um das
öffentliche und um mehr direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung und drittens die soziale Frage als Mittelpunkt unserer Politik. Wir werden gemeinsam mit anderen auch als Partei den Aufruf des Bündnisses Umverteilen, Reichtum besteuern unterstützen und für den 29. September für den bundesweiten Aktionstag mobilisieren. Herzlichen Dank.